waren wir doch noch nicht, oder? Brecheisen. Von der anderen Seite verschlossen. Meine liebsten Türen. Stinkende Chemikalie. Oh, das sind auch meine liebsten. Aber warum nicht? Ach so. It's dead. I'll have to find another way. Wie wär's mit dem Schlagbohrer? Das heißt... Ja, okay, ich sehe schon, wohin das läuft. Das ist nicht gut. Wo ist diese Blubberfliege? Ich schmeiß einen Stein nach ihm. Das ist... Barry, wo bist du? Oh, Barry. Dich kann man echt mit keiner Aufgabe betreuen. Ach, Gottchen. Was ist hier oben? Was zur... Genau das habe ich befürchtet. Dass diese Fickviecher Insta-Kill sind. Bullshit. Fucking Bullshit. Ja, geil, alles nochmal. Ja, ich weiß. Bullshit. Das ist so Bullshit, das ist so Bull. This is where I met Moira. Schön für dich. Good. Let's pick up the pace. Ja, ich weiß, dass hier nichts ist, also kann ich auch direkt durchlaufen. Ach nee, das hatte ich, glaube ich, schon gelesen. Ja, das ist, ne? Wir machen unsichtbare Gegner. Lass sie ruhig Insta-Kill machen. Ich meine, warum auch nicht, ne? Das kann ja nur schaden. Ist mir jetzt scheißegal. Das Ding mähe ich nieder. Wo ist die Scheiße? Da! Oh, das ist richtiger Bullshit. Ich meine, Atmosphäre ist dadurch ja schön und gut, ne? Aber das ist nervig. Wenn du schon kaum Munition hast in deinem Repertoire und dann auch noch hier auf etwas Unsichtbares schießen musst, was irgendwo sein kann. Das ist Bullshit. This is some big bull. Follow me. Right. Ihr dürft jetzt auch gern wieder mitkommen. Hier sind noch mehr von den Viechern. Achso, es ist ein anderer Raum. Hoppala. Mann, oh Mann. Nee, ich habe gerade keine Lust zu lesen. Ach, super. Wo ist diese dumme Fliege? Fliegen sind generell nervige Existenzen. Das Ding ist da drin. Okay. Gut so. Von der anderen Seite verschlossen.
Das höre ich am liebsten. Jetzt sag mir nicht, ich muss das mit ihr machen. Barry, there's something over there. Ich glaube nicht, dass eine Rauchbombe effektiv ist. So, geht doch. Da möchte ich mich nicht mit befassen. Mit euch Dingern möchte ich mich nicht befassen. Mit euch wird nicht diskutiert. Rotes Kraut, sehr schön. Das brauche ich jetzt. Kombinieren. Yes. Und Magnum Muni. Und noch so ein Teil. 9 von 6. Sag mal, wir machen hier aber... Ich könnte noch wieder einen Stein mitnehmen. Das war also hier nur für die Medaille, offenbar. Fine by me. Soll mir schlecht sein. Ich meine, soll mir recht sein. Hier ist sonst nichts. Nee, okay. Dann also nach oben. Falsche Richtung. Falsche Richtung, Schoschmann. Geh in die richtige. Bitte gehen Sie in die richtige Richtung, Sie Fucktard. Na, du blödes Mistvieh. So. Klingt nicht gesund. Oh, hier ist Gabe Kleines, du musst auch mitkommen. Türgeländer scheinen... Hier, sowas scheint hier echt eure große Schwäche zu sein. Bleibt ihr da hängen, oder... Ich weiß es nicht. Sie bleibt immer am Dings hängen. Nimm mal lieber einen Ziegel mit, nur um sicher zu sein. Oh, Blödsinn. Nimm einfach mit. Wait. Wait. Well, that's one hell of a parking job. Gib ihm! Das wird niemanden anlocken. Das wird niemanden anlocken. Bestimmt nicht. Bestimmt eine sehr friedliebende Nachbarschaft hier. Immer noch keine dieser Secrets. Eine Pulle. Nee, keine Rauchflasche. Hatte ich nicht. Ach gut, dann eine Brandflasche halt. Ich muss mal dran denken, dass ich die noch habe. Okay, er hat nur eine. Jetzt hat er drei. Ich mag es nicht, wenn das Spiel für mich speichert. Bohrer, Mann! Ich habe des Bohrermanns einzige Schwäche gefunden. Ein handelsüblicher Tisch. So viel zu Bohrermanns ursprünglicher Schwäche. Okay. Okay. I just got drilled. Das Ganze nochmal. Get back.
what happens to him. Oh Mann, hör auf die Scheiße abzublocken. Aua. Oh shit. Heilung, 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 Heilung. Du lässt sie in Ruhe, du Ficker. Ich kann echt... bin echt zu dumm, um auszuweichen. Mädchen, geh da weg! Alter, der macht so abstrusen Schaden. Nur um sicher zu gehen, dass er auch wirklich tot ist. Wobei, ich brauch Scheiße, ich brauch Dings. Ich hab ihn, okay. Verbandszeug. Aber es heilt nicht genug, verdammt nochmal. Ich nehme mal deine Bohrmaschine, ne? Oh Gott! Wie viel Munition das gekostet hat, ey. So viel Munition. Und sonst nichts hier. Ja, aber gut, wir haben eine Bohrmaschine. Haben wir schon immer gewünscht. Oh. Hier hat sich Bohrermann also die ganze Zeit versteckt. Ich kann ihn verstehen. Hä? Wieso bin ich noch... Hä? Achso, ich soll hier raus und dann wieder... Ja, stimmt. Wir haben eine Wand gehabt, die wir durchbohren konnten. Aber nicht hier. Ja, von meinen Ersatzwaffen habe ich kaum noch was übrig. Da ist echt nicht mehr viel da. Ach so, ganz weiter unten. Okay. Gut, dann gehen wir halt nach ganz weiter unten. Oh, shit, Mann. Bohrermann hat einen bösen Finisher. Ein Finisher, wo sich mir gerade echt ein bisschen der Magen umgedreht hat, muss ich ehrlich sagen. Und das will bei mir eigentlich was heißen. Bin der Meinung, ich kann doch ein bisschen was ab. Offenbar nicht. Darf ich das Ding jetzt gegen böse, böse Menschen verwenden? So, bevor wir jetzt aber... Warte mal, er hat das Ding ja noch... Lass mich nochmal zurück. Irgendwo... Ich kann nicht mehr so weit zurück. Warte mal. Aber ich gehe nochmal ins Treppenhaus. Ach nee, scheiße. War nicht irgendwo noch eine? Okay, woanders wahrscheinlich. Vielleicht kommen wir da nochmal hin. I don't know. Auf jeden Fall sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo wir mit Dings aufgehört haben. Oh, Kiste. Ach, Gewehrmunition. Das ist das erste Mal, dass wir Gewehrmunition finden. Kann das? Na, wäre mal gespannt. Oh, 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 oh. Moment. This guy's got the same exact bracelet as you. Moira had one too. Like sisters. What kind of messed up experiment was this? Er wollte fuck sagen. Oh Mann. Mensch, die Kleine ist tough. Kann er nicht fuck sagen? Böde, böde. Ich glaube nicht, dass der so nice war, wenn er dich einfach mitgeschleppt hat. Moira made it to the tower. She made it. Come on.
Let's see what we can find. Warum gibt mir das Spiel so viel Magnum-Munition? Beunruhigend. Also mal durchladen, dankeschön. Also lange kann es ja nicht mehr gehen, wenn wir aber bis zu dem Punkt spielen, wo ja die eine Seite aufhört. Hier? Die Richtung? Liegt der Schurschmann ausnahmsweise mal richtig? Okay, ich sehe noch nichts sonst. Okay. Keine Karte mehr. This place has changed. Yeah. Pretty creepy, huh? Ich hätte nicht gedacht, dass das hier noch weitergeht. Aufzeichnung des klinischen Experiments, Januar 2010. Testläufe T-Phobos Virus sind fast abgeschlossen. Wir haben im Moment T-Virus verringert. Oh, gleichzeitig haben wir die Bedingungen geschaffen, Virus ausbrechen, Testpersonen erhöhen, wenn der Stress ausgesetzt wird. Haben die Virusinfektion unter 2% gesenkt, alles läuft nach Plan. Wir haben ja auch noch wenige Zeit, perfekt so nahe. Was ist das? Warum existiert es? Cool, eine Truhe. Mir gefällt es echt nicht, dass das Spiel mich mit Magnum-Munition zuschmeißt. Es ist an sich eine sehr starke Waffe. Es beunruhigt mich. Ich mach das Kapitel heute noch zu Ende. Das ist mir jetzt egal. Ja, bingo! Smaragd. Oh, nice. Das ist kein schöner Ort. Hier von da kommen wir. Wow. Abschiedsworte an meinen lieben Vater. Trauriger alter Mann. Du wolltest eine neue Welt erschaffen und über die Welt als Gott herrschen. Trotz all deiner Ambitionen könntest du den schrecklichsten Gegner der Menschen nicht besiegen. Alter und Krankheit. Du hattest alles, um deinen schwächenden Körper und dich zu verraten. Wenn der Sohn seinen letzten erbärmlichen Hauch von Leben ausgelöscht wurde, in der Fußnote der Geschichte wurdest. Du hast versagt, alter Mann. Aber keine Angst, dein Traum lädt fort. Du bist gescheit, aber so werde ich die hinterlassene Macht, das unschätzbare Wissen sowie die Testperson dazu nutzen, an deiner Stelle erfolgreich zu sein. Ich werde eine neue Welt erschaffen, über Gott herrschen. Dein Vermächtnis wird lang vergessen sein, aber es hat erst begonnen. Möge deine Seele, die du besessen haben, für ewigen Qualen sieden. Okay. Was sind diese ganzen fucking Babypuppen? Wer hatte hier ein Baby-Born-Fetisch? Pistolenmuni, dankeschön. Hab ich gerne. What the fuck? Was ist das hier für ein messed up Ort? Was zum Frank ist das? Alter, Barry sieht richtig pissig aus. Das macht der Bart. Und wieso brennen hier Fackeln? Und Kerzen? Skyrim-Phänomen? Wesker. She's so scary. I can't stand her. Sie hängt mit Wesker ab. Who? Das... The woman here with Wesker? That is Wesker. Alex Wesker. Was? Two Weskers? You gotta be shitting me.
Oh oh. So you finally came. Was bist du? Natalia. Was geht hier ab? Ich bin so abgefuckt right now. Next time on Revelations. Oh, come on! Wait. This is Moira's. No. No sign of her. Of course this factory had to be a fucked up factory. She's responsible for the experiment 6 months ago. It's got all our names on it. I'll crush you. Where did we go wrong? Where's Moira? Alter Verwalter. Geile Scheiße. Oh, das Spiel ist echt packend. Nächste Episode, das Urteil. Oh shit, boy. Alter, das Spiel ist so geil. Bab. Zu Tode erschrocken. Ah, Zeitlimit und unsichtbar. Alchemist. Ich hab eine mit... Okay, ich hab nur mehr als eine Medaille. 3 Dreckkisten mit Natalia versteckte Objekte gefunden. Lagerhaus. Ich hab 5 mit Schleichangriff besiegt. Yes! Okay, gut. Mit den Schwachstellen. Das Zielstange 15 Mal getroffen. Dieser Ziegelsteinangriff, ne? Ich weiß ja nicht. 6 Gegner mit dem Messer besiegt. Das ist im Bereich des Machbaren. 8000 haben wir. Okay, das will ich jetzt noch verbraten und dann, ja. Oh, das können noch Ziegelsteinprofit. Ich habe davon jetzt wenig benutzt. Also werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal wieder hier drauf. Zeitweilig unsichtbar, wenn sich in die Hocke. Super Hocke! Erhöht die zurückgelegte Distanz, das brauche ich eigentlich. Weil ich weich aus, nur das Problem ist, ich komme nicht weit genug. Überleben sie tödliche Schläge, klingt auch nicht schlecht. Ich kann mir beides leisten, also erstmal das hier und das hier. Erhöht die Heilfähigkeit vom grünen Kraut, ja, das ist sowieso. Geladener Angriff, halte er zwar, um nachher aufzuladen. Nice, kann ich mir auch noch leisten. Das wird sich noch als nützlich erweisen. Überleben Sie tödliche Schläge. Das ist... Wir haben noch 500, aber ich kann mir nichts leisten. Wir haben nichts, was nur 500 kostet. Das höchste ist 600. Ah, shit. Uns fehlen 90 Punkte dafür. Überleben tödliche Angriffe. Ausweichen Erholung. Verringert die Erholungszeit nach Ausweichen. Alter, das ist wichtig. Aber dafür brauchen wir erstmal Mumm. Haarspalten, Messerangriffe, haben erhöhte Angriffsstärke. Außerdem können sie dabei schneller bewegen. 15.000! Jesus Christ! Schnelles Messer, Geschwindigkeit von Messerangriffen. Das ist auch noch, wird auch noch wichtig. Ja, doch, das wird noch hier... Da gibt es noch einige Fähigkeiten, die ich brauchen werde. Aber das war's denn für heute. Ich muss hier feiern mal. Ich habe jetzt heute... dieses gesamte Kapitel geschafft. Das ist eine Menge an sich. Und es gibt ja auch noch, ich habe gesehen, es gibt noch die Extra-Episode, die Prüfung und eine kleine Frau gibt's noch. Also da will ich mal überlegen, ob ich die da am Ende noch mache. Und ich habe mir im Grunde spoilern lassen, wie viel es hier generell gibt. Also wie lange das Spiel an sich ist. Es ist also jetzt noch Episode 3. Und offenbar ist, weiß man noch nicht, was da passiert. Also, ich weiß nicht, da sind Sachen noch gelockt. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier vorher auch war. Ob hier Barry immer ausgekreuzt war, weil man sieht jetzt nur Claire. Aber das wird noch verdammt interessant hier. Wir sind hier... Warte mal, was?
Einstellung? Kostüme? Das darf ich als Outfit nehmen? Oh, tut mir leid, Leute. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Nee, sorry, Leute. Das kann ich mir nicht nehmen lassen. Ich kann nicht solche coolen Kostüme haben und sie dann nicht benutzen. No! Nee, nehmen wir den Lotti-Anzug. Oh, komm. Bildfilter. Normal. Gibt's wahrscheinlich nachher noch ganz bescheuertes Zeug. Alter, es gibt hier Sondereinstellungen. Das ist schön. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ich bin gehypt. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.